Wir hatten keinen Grund für eine Revolution, in der die Familie abgeschafft werden sollte, in der die Autoritäten verschwinden sollten, in der die Sexualität entfesselt werden sollte, um den Menschen zum Eigentlichen zu befreien. Wie sehen die medialen Instrumente aus, um das zu erreichen? Erstens, mit Hilfe einer einseitigen Bevorzugung, Anerkennung und Förderung der Frau im erwerbstätigen Status. Zweitens, mit Hilfe der Übersteigerung eines Gefühls von Autonomie bei den verselbstständigten Frauen, was sich negativ auf den ehelichen Zusammenhalt auswirkt und den Scheidungsboom in diesem Ausmaß heraufbeschworen hat. Pro Jahr werden in Deutschland jeweils 950.000 unmündige Kinder zu Scheidungsweisen und wir wissen nur allzu genau aus der Praxis, wie ihnen das schadet. Drittens, durch die dadurch hervorgerufene Heiratsscheu, vor allem der Männer. Die jungen Männer heiraten in viel zu geringem Ausmaß. Die Heiratskurve geht so abwärts, die Ehe ohne Trauschein geht so aufwärts, weil die Ehe ohne Trauschein so wenig hält, dass sie immer wieder neue statistische Daten produziert. Aber die Heiratsscheu sinkt immer mehr ab. Warum? Das können Sie wahrscheinlich besser sagen als ich. Und Frau Ebeling hat das auch schon im Grunde wundervoll dargestellt. Die Herren der Schöpfung fürchten, sie sagen das zu mir auch in der Praxis, auch meine 5 männlichen Enkel in diesem Alter sagen mir das, diese Frauen, die kann man doch nicht heiraten mit solchen Frauen, die so genau wissen, wo es recht gehen soll und die uns doch nur unterbuttern. Sowas können wir doch nicht heiraten. Viertens, durch die Diskriminierung der Mutterschaft als Lebensform. So dumm, meine Damen, meine Herren, so dumm ist noch nie je eine Gesellschaft gewesen. Wir haben schon viele grässliche Bilder immer wieder gemacht. Aber die Mutter, der sie alle entsprungen sind, sonst hätten sie alle keine Nabelschnur. Dann hätten sie alle keinen Nabel wie am Bauch. Dieser Mutter, diese einfach als Lebensform abzuschaffen durch den militanten Feminismus, die Mutter als Falle zu behaupten, sagt Simone de Beauvoir und alle Schwarzen, ist ein Selbstmordprogramm ohnegleichen. Es wird behauptet, das sei ein veraltetes Festhalten an einer Geschlechterstereotype, so nennt man das nun neuerdings mit komplizierten Worten als Selbstmordprogramm. Und fünftens, durch die Verabschiedung von Gesetzen, die die Familie benachteiligen, mit vielen einzelnen Gesetzen, ich glaube, dass Herr Professor Adrian darauf noch eingehen wird, und sie dadurch an den gesellschaftlichen Rand drängen. Sechstens, durch das Propagieren und Hochloben gleichgeschlechtlicher Lebensformen, die aber Ehe und Familie nun ganz gewiss nicht ersetzen können, da selbst diese unnatürlichen Konstrukte einer großen Fluktuation ausgesetzt wird. Ja, da gibt es auch schöne Statistiken, wie viel Partner man als Homosexueller pro Jahr braucht. Und siebtens, durch den übersteigerten Hinweis auf erziehungsunfähige Eltern, jeden Tag hören wir das zurzeit, wie unfähig die Eltern sind, ihre Kinder zu erziehen, obgleich vielleicht doch die Zahl unfähiger Eltern faktisch glücklicherweise noch gering ist. Heute im Zeitalter der Familienplanung lieben die Eltern ihre Kinder noch mehr, denn sie sind Wunschkinder. Sie lieben sie mehr als alles in der Welt. Meine Damen und Herren, ich habe in meiner 40-jährigen Bemühungen in der Öffentlichkeit um den Erhalt der Familie manche Protagonisten der Veränderung, die da so blauäugig und breitbrüstig auftauchen, fragen können, ob ihnen nicht klar sei, dass eine Gesellschaft, der man ein Programm der Familienabschaffung aufdrücke, keine Zukunft
habe. Die mich erschreckende Antwort hieß dann mehr oder weniger sinngemäß: Zukunft. Warum denn das? Es gilt der Carpe Diem, der Tag heute. Und weiter will man darüber nicht nachdenken. Das muss uns also bei aller Notwendigkeit der Beachtung unserer Frauenrechte, die wir natürlich auch gerne wollen und uns gefreut haben, dass unsere Mütter damals bewirkt haben, dass wir auch wählen dürfen und dass wir auch die Universitäten besuchen dürfen. Trotz dieser Beachtung muss uns klar werden, der heutige, so seit 45 Jahren durchgepaukte Mainstream in unseren Medien, in unseren Regierungen letztlich auch, ist ein kurzsichtiges, nur auf das Jetzt gerichtete, letztlich aber Zukunft vernichtende Selbstmord. Gender Mainstreaming ist auf dieser giftigen Sahnetorte lediglich das bitterschmeckende Baiser obendrauf. Auf dem Arm der Schere gegenüber steht nicht nur die Sehnsucht der Mehrheit nach einer familiären Lebensform, sondern auch bereits der Beweis, dass die gesunde Familie die entscheidende Voraussetzung für die Zukunft gesunder, erfolgreicher Gesellschaften darstellt. Je mehr das in Frage gestellt wurde, je mehr wurde nun aber auch daran geforscht, vor allen Dingen in den USA. Und was ich Ihnen hier als Beweise liefere, sind nicht die privaten kleinen Meinungen der Kindertherapeutin aus der Lüneburger Heide, sondern sind grundsätzlich, und das können Sie voraussetzen, sind wissenschaftliche Beweise. Als Abriss soll diese Behauptung, dass die Familie das gesunde Modell ist, im Gegensatz zur Kollektiverziehung, jetzt schlaglichthaft belegt werden. Vorab dazu eine Definition. Unter einer gesunden Familie verstehe ich das gemeinschaftliche Leben eines möglichst seelisch gesunden Mannes und einer möglichst seelisch gesunden Frau mit ihren leiblichen oder auch adoptierten Kindern in hoffentlich in lebenslänglicher Ehe lebend, optimal unter Mitwirkung von Großeltern, eventuell auch sogar von Verwandten. Der Familienbegriff von Bundeskanzler Schröder, Familie ist da, wo Kinder sind, deckt diesen Begriff natürlich nicht im Mindesten ab. Eine Nestbildung dieser Art für das extrem hilflos zur Welt gekommene Menschenkind ist besonders in den letzten Jahrzehnten der Forderung als das wesentliche erfolgreichere Modell gegenüber der Kollektiverziehung vom Säuglingsalter ab erwiesen worden. Die Beweiskette gegen dieses Modell ist lang. Der Vorteil familiärer Erziehung ist hingegen weltweit erbracht worden. Und zwar in folgender Weise. Kinder aus gesunden Familien sind im statistischen Mittel erfolgreichere Schüler. Sie sind weniger aggressiv und besser im sozialen Verhalten als kollektivierte Kinder. Das weiß nun sogar die berühmte Langzeitstudie zwischen Familienkindern und Krippenkindern, die sogenannte NICHT aus den USA. Sie sind im Erwachsenenalter erfolgreicher im Beruf. Ehescheidungen sind seltener bei Familienkindern als bei Kollektivierten. Sie sind gesünder und langlebiger. Sie sind das umso eher, je mehr erstens die Mütter in den ersten drei Lebensjahren konstant, am besten ohne viel Umgebungswechsel bei dem Neugeborenen präsent sind. Je länger die Kinder nach Bedarf gestillt wurden, ohne schreien gelassen zu werden. Drittens, je mehr man sich in der Familie liebevoll und mit viel Zuwendung, besonders auch verbal, vor allen Dingen um die Kleinsten gekümmert hat. Viertens, je weniger es Stress durch Ängstigung, zum Beispiel durch Alleingelassenwerden,
und in einem Übermaß an Eindrücken, zum Beispiel dauerhaftes Fernsehen, Reisen in Überfülle, an Beschäftigungsangeboten und an der Überfülle an Materialien, diese Kinder, vor allen Dingen die Kleinen im Vorschulalter, ausgesetzt waren. Fünftens, je mehr auch in der Schulzeit der Familie für das heranwachsende Kind ein Hafen bleibt, der ihm Schutz, Sicherheit, Anregung, moralische Orientierung und eine emotionale Vertrauensbasis zu nahen Menschen bietet. Sechstens, je mehr sich die Eltern persönlich um ihre Kinder während deren Aufwachsen kümmern, und zwar angesichts des Ansinns, nun auch noch die feste geschlechtliche Identität des Menschen mit im Blick zu haben. Durch viel Beschäftigen der Väter mit ihren Söhnen, der Mütter mit ihren Töchtern, damit Eltern als stärkende Vorbilder wirken. Denn nur so lässt sich dem internationalen Plan entgegenwirken, durch eine Verunsicherung eindeutiger geschlechtlicher Identität des Kindes die Pervertierung der Gesellschaft voranzutreiben. Denn das mindert ebenfalls Familienbildung und Zusammenhalt. Darin ist eben diese ganz neue, jetzt schon in den Kindergartenbereich liegenden Materialien gemeint, die diese Sicherheit des kleinen Jungen, ja, ich bin ein Junge und werde mal so was Tolles wie Papa und dann heirate ich so was Liebes wie Mutter, in dieser Prägungsphase der 4-5-Jährigkeit in den Kindergärten als ein Riesenprogramm mit Milliarden ausgestattet, beseitigt werden müssen, damit die Kinder unsicher in die Pubertät kommen und dann abgeholt werden können zur Homosexualität. Und nicht nur zur Homosexualität, naja, zu allen anderen Formen des Perversen. Beweise für die Wirksamkeit von sorgsamen Umgangsweisen mit dem Kind sind in den vergangenen Jahren weltweit erhärtet worden. Es mangelt uns nicht im Mindesten an Beweisen. Eben gerade, weil die Familie in Frage gestellt wurde sie eben auch ein verstärktes Forschungsobjekt. Besonders auch durch die erschreckenden Negativbeispiele in Gesellschaften mit vorrangiger Kollektiverziehung der Kinder, wie zum Beispiel der Sowjetunion. 70 Jahre Kollektiverziehung und Gorbatschow in Perestroika 1995, 1992, das Riesenreich zusammengebrochen war. Denn mit 40 Millionen Alkoholikern kann man ein Riesenreich nicht bewirtschaften. 40 Millionen alkoholabhängige Menschen in der Sowjetunion. Hat Gorbatschow in Perestroika geschrieben, wir sind zusammengebrochen, weil wir die jungen Mütter zu früh in die Produktion gestellt haben. Perestroika, Seite 57. Wie zum Beispiel jetzt ganz neu auch durch andere SOS-Rufe aus anderen Staaten zu hören ist, besonders aus Schweden. Schweden ist ja auch ein langes Programm der Kollektivierung schon hat. Die Lehrer, wurde jetzt jüngst erzählt, fürchten, den so unruhig gewordenen Kindern schulisch nicht mehr gewachsen sein zu können. Und auch das Absinken der Japaner als Weltleistungsspitze nun hinein in eine Depressivität, wo das Pegel der jungen Selbstmorde riesengroß geworden ist, ist ein Negativbeispiel dieser Art. Denn dieses geschieht offenbar als eine Folge der Veränderung, dass vor etwa 15, 12 Jahren, ich weiß es nicht genau, das Gebot der Häuslichkeit der Mutter von japanischen Kindern bis zum Alter von 10 Jahren aufgegeben worden ist. Jetzt eine Depressivität, mit der die Japaner ganz besonders schlecht fertig werden. In all dieses Elend, in dem ich mit meiner Praxiserfahrung
mit meinen Studien nun durch die Lande ging und sagte, mit Prognosen stellend, um Himmels Willen, Leute, das läuft schief. Es läuft schief und die bürgerliche Gesellschaft mir auch in vielen Seelen zugehört hat, aber daraus nicht eine Veränderung im Mainstream entstand, standen wir weiterhin bis heute im Regen, wir Praktiker, die wir das an jedem einzelnen Fall sehen können. Wir müssen uns nur intensiv mit den Anamnesen der Vorgeschichten der Kinder durch die Mütter, die wir ja meistens haben, beschäftigen.